Die Champions League im DSF, das Viertelfinal-Rückspiel zwischen dem deutschen Meister THW Kiel und dem Meister aus Israel, Tel Aviv Hapoel Rishon. Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren, hier aus der Alsterdorfer Sporthalle in Hamburg. Und das sagt Ihnen gleich der THW Kiel. Wir hatten nur ein halbes Heimspiel. Am liebsten hätten die Kieler natürlich in der Ostseehalle in Kiel gespielt. Da aber ist zurzeit Messe. Und vor dem Spiel, da kann es noch ein richtig spannendes Ding werden, denn die Kieler haben das Hinspiel in Tel Aviv mit 2 Toren verloren, 24 zu 26. Die Kieler müssen hier also das Ding umdrehen und auch mit 2, vielleicht sogar mit 3 Toren Unterschied gewinnen. Einer, denke ich mal, ist fest davon überzeugt, das ist Kiels Manager Uwe Schwenker, oder doch nicht so ganz? Also im Prinzip bin ich immer Optimist und ich glaube auch heute, dass wir mit einer guten Leistung das Halbfinale erreichen können und erreichen werden. Wenngleich wir natürlich verletzungsbedingt einige Probleme haben. Neben den bekannten Ausfällen von Menzel und Löfgren hat auch Staffan Olsson heute Probleme. Er wird zwar spielen, ich hoffe, er wird uns helfen können, aber mit der Unterstützung des Publikums bin ich mir eigentlich sicher, dass wir diese 2 Tore hier heute aufholen werden. Was ist denn da passiert im Hinspiel? Ich denke, das war nicht eingerechnet, dass hier in Tel Aviv da eine Niederlage bezieht, wenngleich man weiß, der israelische Meister ist heimstark. Der israelische Meister ist heimstark, hat er, glaube ich, in der Champions League in den ganzen Jahren, letzten Jahren nur ein Heimspiel verloren. Hat auch in diesem Jahr gegen den slowenischen Meister Celje zu Hause gewonnen. Hat im letzten Jahr nur gegen Barcelona mit einem Tor zu Hause verloren. Ist also sehr heimstark, hat auch die Probleme auswärts, ähnlich wie der THW Kiel in dieser Saison. Wir haben ja auch in der Bundesliga zu Hause noch eine weiße Weste, die wir hoffentlich behalten werden. Auswärts haben wir in dieser Saison auch ein paar Probleme gehabt, sowohl in der Bundesliga wie auch im Europapokal. Aber ich denke, heute werden wir das doch wieder gut machen, wenngleich wir heute nicht in Kiel spielen können. Ja, nicht gegen die Gäste, aber wir hoffen natürlich, dass sie auswärts nur die Hälfte wert sind. Ihr seid auch im letzten Jahr im Viertelfinale ausgeschieden, auch überraschend gegen Portland St. Antonio, allerdings zu Hause verloren. Die einzige Heimniederlage im letzten Jahr überhaupt und dann auswärts mit einem Tor gewonnen, hat nicht gelangt. Habt ihr da kurz dran zurückgedacht? Nicht, und ich hoffe nicht, dass es heute auch passieren würde, wie Sie eben gerade gesagt haben. Da haben wir nicht dran zurückgedacht. Wir haben ein sehr schlechtes Spiel seinerzeit gemacht zu Hause, haben dann in Spanien dann noch gewonnen mit einem Tor, was hat letztendlich in der Addition nicht gereicht. Heute hoffe ich eigentlich, dass wir deutlich besser spielen werden und eigentlich so spielen, wie wir es auch können und wie wir es zu Hause immer wieder bewiesen haben. Und auch hier in Hamburg haben wir ja in den letzten Jahren zumindest im Final Four immer hervorragende Leistung gemacht und ein hervorragendes Publikum im Rücken gehabt. Und ich hoffe und denke, dass es heute auch so sein wird. Ja, dennoch, Lokar Sidorušić, ist das natürlich nicht recht, dass ihr heute hier umziehen müsst. Aber die Stimmung, denke ich, ist auch hier hervorragend und die Halle weitestgehend ausverkauft. Für das Spiel alles Gute, vielen Dank im Vorfeld Uwe Schwenker. Jetzt die Partie zwischen dem THW Kiel und Tel Aviv Hapoel Rishon. Ihr Kommentator ist Uwe Semrau. Ja, Champions League mit dem THW Kiel. War das wirklich nur ein Betriebsunfall in Israel oder haben die wirklich was drauf, die Jungs? Also ich habe mir gestern das gesamte Spiel nochmal auf Video angeschaut und ich kann Ihnen sagen, die sind gute Jungs, die sind schnell auf den Beinen, die machen richtig Betrieb in der Abwehr. Und sie sind eben in Deutschland nicht so sehr bekannt, weil sie auch bei den Europameisterschaften nicht dabei sind. Aber die Vereinsmannschaft, das ist wirklich ein Aushängeschild. Und wie gesagt, das Erreichen dieses Viertelfinales war bisher der größte Erfolg für die Israelis. Und wer das im Einzelnen ist, und wir sollten ja so langsam uns an einige Personen gewöhnen, da schauen wir jetzt mal drauf. Und Sie sehen, es sind einige russische Namen dabei. Das liegt unter anderem daran, dass einige eingebürgert wurden, aber sie haben einen Litauer und einen Russen dabei. Aber die Jungs, die Tore geworfen haben, das sind unter anderem die Nummer 5, Balsar. Das ist der Aufbauspieler in der Mitte. Der hat 4 gemacht. Dann der Kreisläufer, die Nummer 13, Liefgott Daniel. Der hat 6 gemacht. Und vor allen Dingen haben wir Maimon, und zwar die Nummer 9, das ist der ältere Bruder, der hat 11 Stück versteckt in der Kiste vom THW Kiel. Also die Jungs insgesamt 21 Tore, das ist das Dreieck, auf das wir achten sollten. Die Aufstellung des THW Kiel im Tor, Ege und Gerken, nicht besonders stark gespielt. Vor allen Dingen die Abstimmung zwischen Abwehr und den Torhütern, da gab es doch einiges dran zu kritisieren. Das ist geschehen und dann, wie schon von Uwe Schwenker angedeutet, fehlen die beiden, die verletzt sind, dauerverletzt sind, Michael Menzel, der wird gar nicht mehr zurückkommen, und Stefan Löfgren, der vielleicht sogar in der kommenden Woche wieder beim THW dabei sein wird. Ansonsten bekannte Namen, ich denke, da können wir uns darauf beschränken, dass wir während des Spiels diese nochmal ein bisschen näher vorstellen werden. Also, es ist alles bereitet in der Alsterdorfer Sporthalle, wir sind rechtzeitig zum Anpfiff da.
Spiel mit herrlichem Herforder. Runde. Leon gewinnt knapp gegen Celje. Veszprém, bisschen überraschend vielleicht gegen Badel Zagreb, auch mit 2 Toren erfolgreich. Nur der FC Barcelona zieht einsam seine Kreise in Zaporozhye mit, viele kennen ihn vielleicht noch von der Europameisterschaft, Oleg Veliki, der früher oder später nach Barcelona wechseln wird. Das tut jetzt nichts zur Sache. Es soll nur dokumentieren, dass es knappe Spiele waren. Aber dass die Mannschaften, die auswärts verloren haben, jeweils das Ding noch umdrehen können. Am Dienstag ist Auslosung. Da wird man dann sehen, wer sich im Halbfinale Barcelona einfängt. Da ist keiner scharf drauf, das ist ganz klar. Hier haben wir übrigens den Trainer, Amor Pupeko. Er hat nicht bei diesem Verein gespielt, sondern bei Maccabi Tel Aviv. Das ist so die Nummer 2 in Israel. Ansonsten Abonnementmeister ist einfach diese Mannschaft. 10-mal Meister, 10-mal Pokalsieger. Sie werden von der Stadt gesponsert. Und das ist nicht direkt Tel Aviv, sondern ein bisschen südlich. Rishon LeZion hat ungefähr 150.000 Einwohner. Die Schiedsrichter kommen aus Portugal. Auch ein Gespann, das bei der Europameisterschaft gepfiffen hat. So, und jetzt kann es losgehen. Der THW in den dunklen Trikots von rechts nach links. Klaus-Dieter Petersen, Magnus Wieslander auf der Mitte, Stefan Olsson, Martin Schmidt, Nenad Perunicic und Nikolai Jakobsen. Und Stefan Olsson, das konnten wir nicht näher ausführen in unserem Vorlauf, hat eine Prellung an der Hand, hat Schwierigkeiten, den Ball zu kontrollieren. So, und das große Problem der Kieler auswärts war, dass diese offensive Deckung sehr, sehr früh die Leute festgemacht hat. Es kam überhaupt kein Spielfluss zustande. Hier, Sie sehen sofort die Attacke der Nummer 3, das ist der Rechtsaußen, Roy Ben-Hayoun. Auch ein Mann für die Tempo-Gegenstöße natürlich. Aber auch die Halben gehen sehr weit raus. Schmidt, Innenpfosten und raus. Da hätte Perunicic eigentlich schon selbst abziehen können. So, also, die Israelis mit der Nummer 5. David Balzar, zu ihm später noch ein paar Takte, aber der gefährlichste Werfer aus dem Rückraum. Ganz klar die Nummer 9 hier im Vordergrund, jetzt am Ball. Der Kapitän, und er scheitert mit seinem ersten Wurf gegen Steinar Ege. Heute von Anfang an im Tor. Lukas Zedarušić hat in Maßen versucht, ein bisschen was einzuspielen gegen diese offensive Deckungsreihe, damit seine Jungs dann nicht sofort festkleben. Also sie wollen ein bisschen mehr von außen arbeiten, mehr Bewegung ohne Ball entfachen. Bis jetzt ist es alles noch ein bisschen statisch. Perunicic ist sehr darauf aus, keine Fehler zu machen und den Ball weiterzuspielen. Ja, das ist der Torschütze vom Dienst. Die Nummer 9, Idan Maimon. Nicht besonders groß und auch nicht besonders kräftig, aber einen unheimlich schnellen Armzug. Und das hat den Kielern im Hinspiel zu schaffen gemacht.
Jetzt gibt es den ersten 7 Meter. So, Nikolai Jakobsen. Erstes Tor für den THW. Jakobsen verwandelt gegen Berkowitz. Ja, die Alsterdorfer Sporthalle ist ja auch die Stätte für das Final Four, das Pokalfinale. Und da wird hier die Halle aus allen Nähten platzen, denn es sind ja zwei Nordlichter dabei mit Flensburg und mit Kiel. Da ist also hier die Bude ausverkauft. Heute gibt es noch einige leere Plätze. Und auch Noka Sedaruzic hat vor dem Spiel gesagt, man kann doch erzählen, was man will. Es ist einfach kein hundertprozentiges Heimspiel. Na klar, auch die Hamburger, die hierher kommen werden, brüllen für uns. Aber in der Ostseehalle kennen wir jeden Zentimeter. Na, Wieslander streckt den Arm aus und fällt Ben Hayun. Aber es gibt einen Freiwurf. Ja, das ist der Unterschied zwischen dem Auswärts- und dem Heimspiel. Da kommt dann gleich der Druck von der Kulisse. Ja, und die ersten 2 Minuten. Es war klar, dass es eine sehr harte Auseinandersetzung gibt, denn da kennen die Israelis kein Pardon. Es war an der Grenze des Zumutbaren, das Hinspiel. So, und nun die erste 2-Minuten-Strafe für den vorgezogenen Ben Hayun. Wieslander. Ja, sieht ja immer ein bisschen aus wie Zeitlupe, wie er da hochgeht. Aber so wartet er einfach, bis der Abwehrspieler schon wieder unten ist. Also über die Stimmung kann sich hier niemand beschweren. Das ist prima. Und damit müssen die Gäste auch erstmal zurechtkommen. Im Hinspiel waren ja ungefähr 1000 Zuschauer. Aber ein Höllenspektakel. Oh. Der Ball darf nicht durchkommen. Nicht in Überzahl. Also 2:2. Wieslander, Perunisic, Olsson. Und der nächste 7 Meter. Berkowitz bleibt auf der Linie, versucht offenbar den Drehern aus dem Weg zu gehen.
Ja, ich denke, wenn die 6-0-Abwehr der Kieler einigermaßen zusammenhält und diese Kreisanspiele verhindert, dann werden sie hier in heimischer Halle solche Sachen provozieren, die eben passiert sind. Freiwurf für Petersen. Jakobsen, keiner kommt auf ihn raus. Die Gäste haben gewartet auf den Pfiff. Wieslander hat da die Nummer 6 ein bisschen eingeklemmt am Kreis. Dadurch konnte der nicht mehr rauskommen auf Jakobsen und 4-2 die Führung für den THW. Ja, diese Würfe sind reihenweise durchgegangen im Hinspiel. Ah, da läuft erst der Vorteil weiter und dann muss es Freiwurf geben, ganz klar. Na, die Abwehr steht. Jetzt kommt er durch, zum ersten Mal. Zum ersten Mal aus dem Rückraum. Die Mittel, die sie anwenden, die sind schon in Ordnung, nur die Chancen müssen genutzt werden. Bei den Kielern viel Bewegung ohne Ball, es wird eingelaufen von den Außenpositionen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sich dadurch die Rückraumspieler etwas zu sehr zurückhalten. Auf der anderen Seite Rishon Lezion mit schnellem Spiel. Das ist so ein bisschen die russische Handballschule. Ohne dass sie körperlich so stark wären. Und die nächste freie Gelegenheit für Unisic scheitert an Berkowitz. Steiner Ege von Anfang an, Hellbach. Und auch da geht es einfach weiter, ohne 7 Meter. Jetzt gibt es 7 Meter. Es ist das Spiel der vertanen Chancen bisher. Keine Frage, das ist ein Siebener, Daniel Liefgott
auch wenn er so untersetzt aussieht. Das ist ein guter Mann, der ist schnell. So, es muss ein bisschen gewischt werden. Steiner Ege. Hat Krach mit seinem Rasierer offenbar. So, gegen Idan Maimon. Sportlehrer von Beruf. Ich habe es ja angedeutet, die Stadt sponsert den Club. Es gibt einen privaten Sponsor, der tut 50.000 in die Schatulle. Ansonsten ist der Etat, naja, ungefähr ein Sechstel so hoch wie der vom THW Kiel. Aber es sind durchaus ein paar Spieler dabei, die da ihre Mark machen. Er gehört auch dazu. So, 4-4, 13 Minuten gespielt. Die Schwierigkeiten der Kieler sind heute nicht unbedingt im Aufbau zu finden, sondern mehr so in der Chancenverwertung. Und der nächste 7 Meter, ja, so müssen sie es machen. Auf der einen Seite Druck entwickeln und dann der Querpass. Auch Wieslander wäre eben frei gewesen. Und Jakobsen. Fünf Tore, viermal Jakobsen. Na, das war jetzt dreimal die gleiche Ecke, jetzt kann er mal wechseln. Balsa. Dayan. Na, sehen Sie es, die Kieler versuchen die Kreisspieler abzudichten und lassen den Rückraum werfen. Aber die Abwehr steht und Klaus-Dieter Petersen wird an der Augenbraue behandelt. Olenik mit der 3 holt den 7 Meter raus. Na, das war ein wilder Pass vorher von Staffan Olsson. So, wieder Maimon. So, Petersen bleibt draußen, das heißt Wieslander muss jetzt an den Kreis. Und Schwenke auf der Mittelposition. Ah, oh, schön gespielt. Auch das muss 7 Meter geben. Wieslander trifft den Torhüter im Gesicht, aber da hing einer dran am Arm. Aber gut gemacht von Schwenke. Zieht 3 Mann auf sich. Ja, voll auf die 12.
Ja, er soll ausgewechselt werden, das will er überhaupt nicht. Ja, es ist eine ganz harte Woche für den THW Kiel. Am Mittwoch geht es schon zur SGW in Frankfurt. Und dann haben wir am Freitag einen weiteren Härtetest beim TSV Eisenach. Jakobsen. Wieder dieser schlechte Aufbau für die Tempo-Gegenstöße. Da hapert's. Ja, gut durchgesetzt von Martin Schmidt. Auch das ist so einer, der angeschlagen in die Partie geht. Ist ja ein Teilabriss von einem Band im Knöchel. Aber auch er hat unlängst seinen Vertrag verlängert, also auch wenn es zwickt und kneift, er bleibt dem THW erhalten. So, 7:5 nach 16 Minuten. Perunisic bekommt die gelbe Karte. Er sagt, naja, der hat sich ja bei mir eingehakt. Ich wollte ihn eigentlich nur loswerden. Brunisic muss heute Abwehr spielen. Ege hält vortrefflich. Jakobsen. Und im Nachpassen Magnus Wieslander. Und wenn es bei diesem Vorsprung bleibt, dann ist der THW im Halbfinale. Und das waren ja ganz unglückliche Umstände im vergangenen Jahr gegen Portland San Antonio. Sind sie in dieser Runde ausgeschieden. Und da war es einfach so, dass Perunisic beim ersten Spiel nach 6-7 Minuten ausgenockt wurde. Und Jakobsen konnte aus persönlichen Gründen nicht dabei sein. Deswegen diese Heimniederlage. Aber es ist die Frage, ob ein angeschlagener THW Kiel eine Chance hätte gegen den FC Barcelona. Ja, Perunisic geht jetzt raus. Der hat hier zum zweiten Mal innerhalb von 5 Sekunden richtig drauf gelangt. Aber Barcelona hatte ja im vergangenen Jahr auch Verletzungsprobleme mit Christian Schwarzer. Das wissen Sie vielleicht, der aber auch wieder fit ist. Und Patrick Chava, den fantastischen Linksaußen, der ja bei den Kroaten nicht dabei war, bei der Europameisterschaft. Aber die sind alle wieder an Bord. Und das heißt, das wird nicht einfach, denn eins ist klar, Barcelona kann in der Liga oft mit dem zweiten Anzug spielen. Das kann sich der THW überhaupt nicht leisten. Wenn sie eine Chance haben wollen auf die Meisterschaft, dann müssen sie in jedem Spiel das Maximale bringen in der Bundesliga. Das ist mit den spanischen Verhältnissen nicht zu vergleichen. Nur noch 8:7. Also dem Torhüter, dem werfen sie schon die Knie runter vorne.
Schmidt wieder so eine Energieleistung zwischen zwei Abwehrspielern durch. Kiel immer noch in Unterzahl. Balzar. Olenik verliert den Ball. Ballbesitz für Kiel. So, jetzt müsste es gleich zur Ergänzung kommen. 10 Minuten noch in der ersten Hälfte. Alles andere als überzeugend bisher. Aber eins kann man schon sagen, die Abwehr steht viel besser als bei der Partie in Rishon LeZion. Aber im Angriff werden zu viele Bälle vergeben. Sei es bei den Anspielen als auch bei den Würfen aufs Tor. Schon ist es. Das ist vielleicht das Beste. Nicht lange überlegen, nicht zögern, sondern kurz und trocken. Nein, kein Problem, die Abwehr ist gut drauf. Jakobsen mit dem 11:7 und die Israelis haben eine Auszeit beantragt. Also, alle brauchen eine Pause. Die nehmen wir. Günstige Modernisierungskonditionen gibt's jetzt bei Wüstenrot. Hallo? Was machst du gerade? Wieso? Ich habe Sehnsucht nach dir. Ich auch. Aber du kommst ja erst morgen. Ich esse jetzt eiskalt deine Lieblingskirschen. Ohne mich? Schön kühl. Oh, Cherie. Eiskalt genießen. Wie schade, dass du nicht da bist. Sonst könnten wir gut Kirschen essen. Moncherie mit der Piemont-Kirsche. Gut miteinander Kirschen essen. Erleben Sie die Designwochen vom 12. bis 26. Februar bei Ihrem Lancia-Partner. Also, die Mauer steht. Die Kieler machen es über die Deckung. Ein gut positionierter Steiner Ege hat eine ja, sehr hohe Hürde für die Israelis vor sich. Sie versuchen die Kreisspieler abzudecken. Das führt zu sehr risikoreichen Pässen und da verheddern sich die Gäste immer mehr drin. Ja, jetzt haben sie Wolfgang Schwenke rausgelockt, rausgezogen. Hat er sich darauf eingelassen. Und dann hat Liftgold Platz. Das 8:11 aus der Sicht der Gäste. Ich weiß nicht, was Tupeko da für ein Problem hat mit dem Kampfgericht. Kann sich ja eigentlich nur um die Zeitmessung handeln.
Wenn es ein falscher Wechsel war, dann gibt es 2 Minuten. Ja, und deswegen regen die sich jetzt auch fürchterlich auf. Wurde falsch gewechselt offenbar. Na, Dayan ist wohl zu früh aufs Feld. Also wechseln 2 Spieler zumeist aus in Abwehr und Angriff. Also Überzahl und wir haben noch 8 Minuten in der ersten Hälfte. Wieder die Chance für Kiel sich abzusetzen. Schwenke, Olsson, Wieslander. Magnus Wieslander, ja, bei den entscheidenden Spielen ist er natürlich auch wieder 100%ig motiviert, hat frei zugegeben, ich habe nicht viel bewegt im Hinspiel. Was immer das heißt. Nee, er hat schwach geworfen, heute ist es einiges besser. Und jetzt fängt er auch die Bälle raus vorne. Jakobsen, fast hat er das gepackt. Viel Raum für Schmidt und er nutzt ihn nicht. Na, wollte in die kurze Ecke. Kommen nicht über die Deckungsreihe. Aber so ein Abpraller, den kann man sich schon mal einverleiben. Schöner Dreher. Geni Savchuk. Und 5 Minuten noch in der ersten Hälfte. 4 Tore vor. Das ist in Ordnung, aber alles andere als beruhigend. Perunisic hoffte, dass Schwenke da frei werden könnte, aber jetzt hat er den zumindest abgefangen und macht das allein. Nee. Ege weit vor seinem Kasten und das gibt 2 Minuten, ja.
Das war im Stile eines Fußballtorhüters. Steinar Ege, die Norweger haben ihn schmerzlich vermisst bei der Europameisterschaft. Aber vielleicht gibt es da in Zukunft wieder eine Annäherung. Petersen wieder dabei in der Abwehr. Augenbraue ist dick verklebt. David Balsar, der Spielmacher, kommt nicht durch die Deckung. Ist ein Handballspieler, der mit jedem Spiel für seinen Verein viel Geld verliert. Und das ist schon der Mut der Verzweiflung. Brunisic muss längst abspielen, war viel zu spät. Zwei Minuten noch in der ersten Hälfte, vier Tore vor für Kiel. Und sie haben den Ball. Jetzt hat er es richtig gemacht, denn der Abwehrspieler ging rüber zu Jakobsen. Also 15-10. Geht Vilas jetzt auf der Mitte, das ist ein Litauer und Wieslander bekommt zwei Minuten. Ja, und zwar für dieses Trikotzerren am Ende. Eine Minute noch. Ja, und falsche Sperre angezeigt, offensives Foul. Also, den Vorsprung können Sie mitnehmen in die Kabine. Jakobsen. Das reicht noch. 5 Sekunden. Und Freiburg. Und 2 Minuten für Schwenke. Ja, der muss kurz vor oder kurz nach dem Anspiel dem Kreisläufer noch eine mitgegeben haben. Vielleicht sehen wir es hier nochmal. Naja. So, 4 Sekunden noch. Den hat er fest. Also, der THW geht mit einem 5-Tore-Vorsprung in die Halbzeit. Viel Spaß beim Spiel mit herrlichem Herforder. Herrliches Land. Beim Spiel mit herrlichem Herforder.
So, zurück in der Alsterdorfer Sporthalle. Wir haben noch ein paar Sekunden Zeit. Also Gelegenheit für Harald Schult mit Stefan Löfgren, einem der Verletzten, kurz zu reden. Bitte. Ja, ich kann mir vorstellen, Stefan Löfgren wäre lieber auf der Platte, als hier draußen tatenlos zuzusehen. Aber ich denke, so in der ersten Halbzeit habt ihr das Konzept von Nokaseder Rusic gut umgesetzt. Habt besser gemacht als das in Israel. Ja, wir haben sehr gute Abwehr gestanden und wir müssen nur unsere Chance nutzen. Ja, aber gegessen ist der Käse noch nicht, wie man so langläufig sagt. Nein, also ich finde, dass wir haben sehr gut gespielt und wir müssen das nur weiter so spielen in der zweiten Halbzeit, dann schaffen wir das. Aber man sieht, die Mannschaft ist vor allem mental, wenn es um die Chancenauswertung geht, nicht top. Also da ist, denke ich, der große Mangel, ne? Ja, wir haben einfach Spiele hintereinander ganz schlecht gespielt und da denkt man ein bisschen nach und das ist auch nicht gut. Man soll nur die Chance versuchen 100% einzusetzen und dann ist das Tor. Wann sehen wir denn den Stefan Löfgren wieder? Nächste Woche schon? Weiß nicht, ich hoffe, dass ich vielleicht 10 Minuten spielen kann nächste Woche, aber ich weiß noch nicht. Okay, vielen Dank, Stefan Löfgren. Uwe Semrau, bitte. Jo, weiter geht's. Naja, hat er vielleicht ein bisschen übertrieben, mit ein paar Spiele schlecht gespielt. Es ist halt ein böser Schlauch. Jetzt war die EM und da waren ja auch einige dabei. Und es geht nahtlos weiter in der Liga. Und das sind schon die Wochen, wo es jetzt um die Wurst geht, mit dieser engen Spitze vorne. So, und die Israelis haben Anwurf gehabt, sind in der Überzahl, aber Ege heute wirklich formidabel. So, der erste der Kieler, der draußen ist, ich meine, das ist Wolfgang Schwenke, müsste jetzt bald mal ergänzen. Es sind ja zwei Zeitstrafen, die sie da ableisten müssen, aber die vier da hinten an der Linie, die sind fix. Wieder der Block von Perunisic. Und nochmal. Jetzt kommt Wieslander dazu. Oh, da haben sie so geackert da hinten und das war wirklich toll, der Einsatz. Und dann kommt Maimon doch noch hier vorbei in die kurze Ecke. Das ist jetzt eigentlich die Ecke des Torhüters gewesen, aber Steiner Ege hat prima gehalten in der ersten Hälfte. Ist dahin, gar keine Frage. Aber Sie sehen, die Quote von Idan Maimon, das ist in Ordnung, auch wenn er schon 5 Tore gemacht hat bei 11 Versuchen. Damit kann man kein Spiel gewinnen. Damit schon eher. Olsson auf Wieslander. Und sie waren ja noch Unterzahl. So, Sie sehen, die Nummer 6 geht auch aufs Feld. Der Herr Kiel ist wieder vollzählig. Das war jetzt die Ecke der Deckung. Wie lange? Und abgefälscht hatten sie ihn ja auch. Ja, das ist der Rusic. Debattiert noch ein bisschen mit Perunisic. Vilas bekommt 2 Minuten, da hat Wieslander am Kreis gehalten.
Rishon LeZion in Unterzahl. Olson. Ja, ich hätte erst gedacht, was macht der Jakobsen so lange mit dem Ball? Aber der wartete ganz einfach, bis die rechte Seite frei war. Also dafür, dass er eine Prellung an der Wurfhand hat, spielt er sehr gut, Stefan Olsson. Haben sie schön geschlafen, aber wieder ist Ege auf dem Posten, kommt weit raus. Wenn wir uns die Prozentzahlen der Torhüter anschauen, dann sehen wir, dass das gar nicht so doll ist. Aber die Würfe, die sie gehalten haben, das waren zumeist freie Chancen. Der Gästetorhüter liegt bei etwas unter 40, Ege etwas über 40%. Das ist nichts Besonderes. Ja, ein paar israelische Fans haben sich jetzt hinter dem Tor von Steiner Ege aufgebaut. Und Wieslander verliert den Ball. Ja, diese Würfe sind sensationell, also da stimmt nicht hinten in der Deckung. Sind die Arme zu spät oben? Aus 10 Metern.
Wolfgang Schwenke. Immer wenn die Kieler Zeit haben zum Überlegen bei den Würfen und sich auch Zeit lassen, dann haben sie es schwer. Der Mann mit der Nummer 5, da habe ich vorhin gesagt, bei jedem Spiel kostet ihm das viel Geld. Es liegt einfach daran, dass das ein Topmodel ist in Israel. Hier haben wir ihn. Der beim Hinspiel auf eine Gage von 30.000 Mark verzichtet hat, bekommt für seinen Club eine Aufwandsentschädigung von 2.000 im Monat. Hier trifft er zum ersten Mal. Aber ansonsten ist er eigentlich sehr oft zum Fotoshooting in Paris. Für alle gängigen großen Modefirmen. Also so richtig kommen sie nicht weg. 20 Minuten noch, nur 3 Tore vor. Und ich habe so das Gefühl, dass so langsam aber sicher die Kräfte schwinden und dieser tolle 6-0 Block der Kieler zerbröselt. Jakobsen. Das Uhrwerk. Der Ball läuft schnell, gar keine Frage. Es ist nur das Problem, dass sie keinen rechten Druck aus dem Rückraum entwickeln, außer dem Linkshänder. Das ist klar. Also im Moment ist nichts mit Vorsprung locker ausbauen. Ronisic hat da versucht, einen Schritt Anlauf zu nehmen. Also da kann er sich nicht beschweren. Da war er einigermaßen frei. Schwer zu sehen aus der Einstellung, warum es da 7 Meter gab. Ist er gestoßen worden? Keine Ahnung. Naja, viel ist nicht passiert. So, Kiel wechselt den Torhüter. Gerken für Ege. So langsam wird es auch ein bisschen enger hier. Maimon gegen Gerken. Wieslander.
löst auf, zusammen mit Petersen. Oh, da hätte man durchaus mal was pfeifen können. Denn Wieslander ist wirklich bedrängt worden. Ja, und die Deckung war im Kreis, keine Frage. Aber weiter geht's. Das Publikum spürt auch jetzt. Das kann bis zum Ende sogar knapp werden, wenn der eine oder andere hier die Nerven verliert. Ist jetzt sauer. Er meint, er hat da noch einen ins Gesicht bekommen. Ich glaube nicht, dass es so schlimm war. Ja, er macht in der zweiten Hälfte jetzt ein paar einfache Tore, die dem THW weiterhelfen. Vorbei. Und Schwenke. Wunderbares Tor. Maimon und Olenik. Dann hat er prima weitergeleitet. Ja, die Israelis können nur gewinnen beim THW, beim großen Favoriten. Sie haben schon nach dem Hinspielsieg gefeiert, als wäre es eine Medaille. Olsson immer wieder sucht der Wieslander. Und auch das gibt keinen 7 Meter. Nur 3 Tore vor. Womit wäre der THW weiter? Aber in der Zeit kann alles passieren. Moritz, jetzt bekommt Wieslander 2 Minuten. Ja, er hat Olenik beim Kreuzen ziemlich rüde attackiert. Hier haben wir es.
Die Schiedsrichter haben dann einen Vorteil laufen lassen und nach dem Wurf ist das erst geahndet worden. Runisic hat da schnell den Arm gehoben, wollte von Sadarusic eine Anweisung haben. Wo soll ich hin, wenn ich kurz gedeckt werde? Oh, keine schlechte Idee von Schwenke. Maimon lässt sich nicht beirren, wird bedrängt von Perunisic und trotzdem macht er das eiskalt. Der Vorsprung ist dahin. Derzeit wäre immer noch Kiel weiter durch die mehr erzielten Tore auswärts, aber das wird sich natürlich noch ändern. Ich denke schon, dass wir in dem Bereich des Hinspielergebnisses am Ende landen werden. Na, Olenik hat sich da ein bisschen den Fuß vertreten. Nochmal zur Erinnerung, mit 26 zu 24 gewannen die Israelis das Endspiel. Und die Kieler sind sauer, weil der Ball am Fuß von Gerd Wielers landete und es gibt keinen Freiwurf. Gelbe Karte für Sadarusic. Der muss sich jetzt zurückhalten, weil in der Endphase wird er mit Sicherheit gebraucht. 11 Minuten noch. Oh, schönes Anspiel. Schönes Anspiel und derzeit sind die Israelis im Halbfinale. 21-20. Runisic bekommt den Freiwurf, klar. Und Schmidt. Erst sah es wieder so aus, als wollte der Montenegriner selbst abziehen mit diesem kurzen Anlauf. Er sieht die Nebenleute, gar keine Frage. Für meine Begriffe hält er sich sogar zu sehr zurück mit seinem eigenen Spiel. 9 Minuten noch. Sehr spät den Freiwurf gepfiffen. Und Ege. Ege hält dicht. Ja, da war er dran.
8 Minuten noch. Wieslander kündigt einen Spielzug an. Rosic sagt, der Kreisläufer hat Wieslander so geschubst, das muss eigentlich 2 Minuten geben. Petersen sehr stark jetzt da in der Deckung. Und wieder ist die kurze Ecke auf. Jetzt hat er doch wieder 10 Tore mittlerweile erzielt. Ja, da muss er den Ball nach außen irgendwie hinbringen, aber das ist schwer. Sechs Minuten noch, nicht verkrampfen. Ah, Abwehr durch den Kreis, aber Perunisic kann vorher. Hier muss er eigentlich schon werfen. Kopfen. Oh, also die Handballer würden jetzt sagen, denen geht der Stift, denen geht der Ast. Die flattern. Etwas mehr als 5 Minuten noch. Bei allen Unzulänglichkeiten der Gastgeber muss man doch den Israelis Respekt zollen. Sie machen aus ihren Möglichkeiten sehr, sehr viel. Heute im Rückraum nur Maimon. Oh, Petersen mit einer Energieleistung und es gibt 2 Minuten für den Litauer. Die Lücke war nicht groß und es war klar, dass es Haue gibt, wenn er dadurch will. Naja, und der Vilas muss jetzt zu den Zuschauern, denn das war die dritte 2-Minuten-Strafe. Na, das ist der zentrale Deckungsspieler. Und auch der vorgezogene Olenik sitzt ja seit einigen Minuten hinter der Bank und sein Fuß wird getaped. Na, jetzt muss es doch zu machen sein. 3 Tore vor und Überzahl. Jakobsen, Olsson.
25 zu 21 und Auszeit. Neckermann-Reisen führt Sie nicht nur sicher durch den Urlaub. Neckermann-Reisen ist auch führend bei günstigen Preisen. Neckermann macht's möglich. Halt! Halt ihn auf! Ich bin so schnell gerannt, wie ich konnte, und dann tauchte dieser Typ auf! Er kam um die Ecke und bang, genau hier war's. Mann, hast du gesehen, wie der Typ rast? Unglaublich! Der war nur noch eine Staubwolke! Das war Arthur Bolden! Das war nicht Arthur Bolden. Arthur Bolden hat mehr Haare! Unfassbar! Ich habe meinen geklauten Fernseher noch am selben Tag zurückgekriegt! Wir sollten alle Adidas tragen, dann wird die Stadt anständiger und sicherer. Neckermann City Reisen präsentiert Ihnen nicht nur sehenswerte Städteerlebnisse. Neckermann City Reisen präsentiert Ihnen auch sehenswerte Preise. Also, das sieht doch jetzt wieder viel, viel besser aus. 4 Minuten noch, 4 Tore vor. Und Rishon LeZion immer noch in Unterzahl. Ja, offensives Foul von Balsar, geht geradeaus drauf. Minuten noch. Und Rishon LeZion ist komplett. Dayan. Schwacher Werfer aus dem Rückraum. Idan Maimon beschwert sich, der Linkshänder, dass er jetzt nicht auf der Halbposition spielen soll, aber der Trainer signalisiert, du sollst ja auch hinten rumkommen, du musst geholt werden. 2 Minuten noch. Na, das macht der Max jetzt. Er holt die Zeit raus. Perunisic und Olsson werden mehr oder weniger kurz gedeckt. Oh, Schrittfehler von Olsson. Malmont, der wird jetzt schießen wollen. Und das 22 zu 25. 1 Minute noch. Meine Güte, die brechen sich ein ab. Also nochmal zur Erinnerung. Kiel hat 24 Auswärtstore geworfen. Auch wenn Israel jetzt noch das 23. Tor machen sollte, wäre Kiel weiter. Jakobsen, das war die Entscheidung. Er sitzt. 26-22. 30 Sekunden noch. Aber das war die Entscheidung. 2 Tore in der kurzen Zeit.
Gibt es nochmal einen Freiwurf. Also, Kiel hat sich das Halbfinale sauer verdient. Am kommenden Dienstag wird die Auslosung sein. In der Verfassung haben sie keine Chance gegen Barcelona, aber es ist ja noch Zeit. Und dann sind die Verletzten wieder dabei, allen voran Stefan Löfgren, und den können sie sehr gut gebrauchen. Und nach dem Abpfiff ein herrliches Herforder. Garantiert schöne Ferien gibt es. Ball, der Spieler am Fuß war und der Schiedsrichter, der hinter ihm stand, hat er auch genau geguckt und deswegen war ich so ein bisschen sauer. Aber in dieser Partie so ruhig zu sein, hat sie das viel Disziplin gekostet? Ja, also ich weiß es nicht, warum, wer wird mir das vor? Ich bin immer ruhig auf dem Ball. Wir geben noch mal ganz kurz hoch zu Uwe Semrau, der hat noch was. Er ist immer ruhig auf der Bank, das war ein guter. Atemlos, der THW Kiel mit den Wochen, die so viel Kraft kosten nächste Woche. Fühlen wir ihn schon wieder auf den Zahn am kommenden Freitag beim TSV Eisenach. Davor noch das Spiel in Wallau-Massenheim. Gut, jetzt nochmal runter. Wir haben, glaube ich, noch ein paar Interviewgäste. Ja, soll einfach mit reinkommen der Klaus-Dieter Petersen. Hier bitte links neben mich. Also ich habe gerade schon angesprochen. Er hat Mikrofon, haben wir auch noch. Bitte, Klaus-Dieter, bitte das Mikrofon. Ja, können wir hier so nehmen. Wir haben es gerade angesprochen, nochmal mit einem blauen Auge davongekommen, wenn man sie so sieht. Kann es sein, dass diese Mannschaft mit so vielen gestandenen Leuten in der Champions League im Viertelfinale dennoch etwas die Flatte geht? Ja, ich weiß nicht. Man hat ja gesehen, die israelische Mannschaft spielt auch sehr gut Handball. Und das muss man akzeptieren. Wir haben uns vielleicht schwer getan, aber auch nur, man spielt ja immer nur so gut, wie es der Gegner zulässt. Und die haben es halt nicht zugelassen. Das hat ja jeder Fernsehzuschauer und jeder in der Halle gesehen, dass das auch großartige Handballer waren. Besonders der Halbrechte, der Linkshänder, hat die Dinger von 10 Meter reingehauen. Was will man da machen? Da muss man mal akzeptieren, dass sie auch gut sind. Ja, ist die Königsklasse und keine Operettenliga. Das hat man heute auch wieder gesehen von Tel Aviv Hapoel. Und was ich noch fragen wollte zu den Schiedsrichtern, also die portugiesische Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft, das haben Sie auch indirekt mitbekommen, hat zu den Überraschungen, den Positiven gehört. Die Schiedsrichter heute, glaube ich, nicht so sehr, ne? Dazu äußere ich mich nicht, weil ich hab das ganze Spiel so gekämpft und alles, und da habe ich gar nicht auf die Schiedsrichter geachtet, also möchte ich dazu auch nichts sagen. Jan-Lukas Seda-Rusic, also im letzten Jahr seit dem Viertelfinale raus, jetzt steht er im Halbfinale. Januar und Februar wäre gut, wenn die Monate eigentlich gestrichen werden könnten im Kalender des THW. Ne? Da habt ihr immer so einen kleinen Durchhänger. Diesmal ist es gut ausgegangen. Es wäre schön, wenn wir einen kleinen Durchhänger hätten. Wir haben immer einen großen Durchhänger. Das stimmt, das ist schon seit Jahren bei uns so. Ich glaube, die letzten 5 Jahre war jedes Jahr im Februar, haben wir so eine Krise gehabt. Wir sind jetzt auch nicht unbedingt super drauf, das hat man auch gesehen. Aber ich sage hier, ich glaube, es hängt auch davon ab, dass einige meiner Spieler nicht unbedingt die Jüngsten sind und dass die ziemlich müde sind nach dieser Pause. Die mussten für die Nationalmannschaft in Zagreb nochmal bei EM ran. Dann war 5 Tage gerade bis zum letzten Spiel. Das ist schon schwer für die Jungs. Aber man muss sagen, vielleicht tragen ihre Jungs zu Hause eben ihre Medaillen, die sie so mitbringen. Und das kostet ja auch Kraft, ne, so auf Dauer. Gut, recht herzlichen Dank. Wir sehen Sie wieder im Halbfinale. Dann wird sie auch wieder hier sein. Dann ist die Kieler Ostseehalle wieder gesperrt. Also das Publikum, denke ich mal, hat hier auch seine Arbeit dazu beigetragen. Vielen Dank an Klaus-Dieter Petersen, vielen Dank an Lukas Seda-Rusic. Wir sehen uns ja schon wieder am kommenden Freitag. Dann geht es in der Handball-Bundesliga auch wieder heiß her, nämlich beim THSV Eisenach. Und zwar gleiche Zeit, 19.30 Uhr. Das ist der dritte, dann Handball-Bundesliga. Recht herzlichen Dank und nochmal alles Gute dann fürs Halbfinale. Mal schauen, wer rauskommt am Dienstag. Ne? Dankeschön. Danke. Schönen Dank für Ihr Interesse und jetzt geht's zurück nach München. Tschüss. Hattrick, die zweite Liga. Herzlich willkommen zu Hattrick. Ja, alles, was Sie über den Spieltag wissen müssen.